Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Fragt ihr euch, was ist denn da los? Tja, ich stehe hier direkt am Zaun und schaue mich ein bisschen um. Ich habe gedacht, ich guck mal den Handwerkern ein bisschen auf die Finger. Aber die machen das ganz gut. Die ernten Paprikas, auch wenn die Dame hier vorne vielleicht gerade eher auf ein Pläuschen ausgelegt zu sein scheint, denn die bewegt sich gar nicht. Aber gut, kann ja nicht davon ausgehen, dass... Ah doch, jetzt hat sie gerade eine Pflanze gepflückt. Dein Glück, alte Frau, sonst holen wir die Peitsche. So, ich laufe mal hier entlang den Weg. Und es mangelt an Arbeitskraft. Da sieht er schon, man kann hier im First-Person-Modus, leider verschwindet dann die Straßentextur, kann man sich alles ansehen. Und hier ist das Kontor, das Lagerhaus, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, es ist das Kontor, habe ich Blödsinn erzählt. Und man kann halt wirklich alles angucken, es ist total super. Leute stehen hier, das ist eine sehr, sehr schöne Funktion. Schau mal, da vorne sind sogar zwei, die das Geschütz bemannen. Sehr cool. Ja, über die Anzahl der Polygone darf man jetzt nicht meckern, denn das ist natürlich nicht Hauptaugenmerk des Spiels. Und wenn die Details dieser Charaktere noch höher wären, dann glaubt mir, würde man das auf modernen Rechnern auch nicht mehr spielen können, denn bei der Anzahl an Personen, die hier animiert werden, ne, das muss man sich mal überlegen, wie viele Personen zum Beispiel auf dem Marktplatz gleichzeitig dargestellt werden, dazu noch die ganze Inselwelt und alles, und das geht dann einfach auch nicht besser. Aber es ist völlig in Ordnung und ja, es lädt zu gewissen Spaziergängen ein, finde ich total cool hier, ne? Gefällt dir dein Ballon, Kleiner? Alles steht bereit? Wo? Oh, was ist denn mit dem los? Ein Toter. Oder ein Säufer, das kann natürlich auch sein. Oh, Entschuldigung, dass ich hier durch die Stände laufe, aber ich muss da eben schauen, ob es dem Herrn hier gut geht. Naja, der lebt noch, alles klar. Komm, steh auf, du musst arbeiten. Die Paprikafelder brauchen Erntehelfer. Ja, also das, die First-Person-Ansicht. Eine ganz nette Kiste. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, und diesen Weg sind wir jetzt hier gelaufen, hier entlang da hoch. Und da hinten, da liegt der Herr drin. Und den müsst ihr natürlich auch aus dieser Perspektive sehen können. Und, ja, in der Tat, da liegt er. Und von hier oben betrachtet, merkt man gar nicht, dass diese Charaktere so wenig Polygone haben. Aber das ist völlig, völlig in Ordnung, wirklich. So, also Paprika läuft. Wir haben hier ein Plus an ein Plus an Arbeitskräften. Das heißt, wir bekommen jetzt Paprika rein. Das Konto wird sich füllen. Es ist wahrscheinlich schon was da. Eine Einheit. Ich sag mal Tonne dazu. Eine Tonne Paprika ist da. Das ist doch schon mal gut. So, wie sieht's auf unserer Hauptinsel aus? Wir haben die ersten Arbeiter. Nein, Entschuldigung, Handwerker. Hier 20 Stück Handwerker Arbeitskraft in diesem Haus. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? In der letzten Folge freigeschaltet. Etwas Luxus möchte der Herr. Selbstverständlich. Wie wär's mit einem Bier? Denn das wollte ich jetzt auch als nächstes angehen. Denn das mit dem Gulasch, wo wir das Paprika-Zeug für brauchen, das ist erstmal nur eine Vorbereitung gewesen. Und vor allem damit auch die Besiedlung da der Insel so ein bisschen Sinn bekommt, habe ich das da einfach mal gemacht. Jetzt kümmern wir uns um Bier. Bier ist wichtig, Bier ist gut. Und wir werden das hier oben in der Nähe der Weizenfarm machen, wo wir auch schon einen Teil halt eben sammeln. Obwohl, ja doch, ich denke, wir werden hier noch weitere Felder anbauen. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie wir das am besten machen. Ich glaube, ich baue mal ein bisschen dichter. Ich werde hier erst auf den richtigen Reiter gehen. Bier. Und wir werden hier noch... Moment, 1 Minute 30 Sekunden. Das heißt, 2 Mälzereien. 1:30. 1 Minute 1. Ach du Schande. Was für ein blödes Verhältnis. Also wir brauchen... Wenn wir das hier doppelt nehmen, dann haben wir 2... Bei 3 Minuten, dann brauchen wir 3 Brauereien und 2 Hopfenanlage. Dann machen wir das, ziehen wir das umgekehrt auf. 2 Brauereien... macht 3 Hopfenplantagen. Mal gucken, wie das mit den Feldern hier läuft. Okay.
Und die müssen zusammenhängend sein. Ach, das ist natürlich... Das ist doof. So. Die Waren stapeln sich hier. Ein Hof ohne Felder? Dann brauchen wir zwei... Moment, wir haben jetzt zwei Stück davon. Das Verhältnis ist 1 zu 2. Nein, eine Melzerei kann zwei davon bedienen. Also brauchen wir eine Melzerei. So, und wir brauchen jetzt... Eine Getreidefarm. Zwei Getreidefarmen. Zwei Getreidefarmen. So. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Ach, das geht ja wieder nicht. Helfen Sie mir, die Last des Kaiserhauses zu stemmen? Was, sie möchte 6000... Das ist ja unglaublich. Ah nee, das kriegen wir, das ist die Belohnung. Kann ich jetzt gerade nicht machen. Ihre himmlische Aura verblasst. Lass mich doch erstmal das Zeug hier zu Ende bauen, Mensch. Ja, so war es doch perfekt. Nummer 1. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Verringert? Oh, das ist natürlich nicht so schön. Gut, da werden wir natürlich irgendwann entgegenwirken. So, was haben wir hier jetzt? Fehlende Waren. Okay, das muss natürlich jetzt erstmal ganz langsam alles in Gang kommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Lagerhaus, denn eins reicht hier definitiv so nicht. Das stellen wir hier jetzt noch dazu. Und dann läuft das hier ein wenig besser. Okay. Ich hoffe, ich habe mich bei den Verhältnissen nicht vertan. Wir werden es ein bisschen im Auge behalten und wir müssen jetzt unbedingt für Geld sorgen. Es mangelt außerdem an Arbeitskraft wieder. Wir müssen also erstmal neue Hütten bauen. Ich sage aber Hütten, Bauernhäuser. Die würden das bestimmt nicht gut finden, wenn ich Hütten dazu sage. So, dreimal und wir müssen auch ein paar Häuser aufwerten. So, mal schauen. Zentrum muss ein bisschen in diese Richtung auch rauskommen. Oh, da haben wir eins vergessen. Ah, es ist wieder nicht... Irgendwas fehlt wieder. Ah, jetzt geht's. Okay, und dann stellen wir mal auf schnellen Vorlauf und schauen, wie sich das entwickelt. Insbesondere das hier macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Aber mehr Leute gleich mehr Steuern, deswegen werde ich, glaube ich, nochmal direkt ein paar Häuser mehr bauen. Wir wären dann soweit. Jetzt fehlt uns leider das Holz.
Eine neue Zeitung. Oh, das kann nur schlecht sein. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Es geht eigentlich. Geringes Explosionsrisiko. Sicherheitsinspektion das in Havisham. Arbeitskraft. Haben ergeben, dass dort keine Explosion zu erwarten ist. Okay. Allianz zivilisierter Nationen. Hier wird die Allianz gelobt mit Bette Jorgensen. Und Bankrotterklärung. Ja, natürlich wieder die Bilanzen. Ne? Aber ist egal. Komm, wir veröffentlichen das so. Ich hoffe, eines Tages wie Sie den meinen frohe Kunde bringen zu können. Ach Gott, also so schlecht kann es aber ja auch nicht laufen. Man kann ja mal einen Blick riskieren. Nee, das ist das Falsche. Diese hier war es. Nee, das ist Bette. So, hier. Also, das ist die Stadt von Prinzessin King. Und ja, ich kann hier... Was ist das denn? Kloster mit ganz vielen Gartenanlagen drumherum. Ah, das ist eine Feuerwache. Und doch kann ich sie nicht berühren. Oh. Ich glaube, die Dame hat sowieso Probleme. Oder ist es ein Feiertag? Ich glaube, es ist ein Feiertag. Wieso haben wir keinen Feiertag? Guck mal, wie die Leute hier die Straßen säumen. Das ist mega gut. Mega gut. Ja, die hat schon ein paar Dekorationen dazwischen auch. Also... Da geht's wieder zurück. Nicht schlecht, oder? Also... Genial finde ich halt eben, dass hier die Leute wirklich an den Straßenrändern stehen und diese Prozessionen feiern. Mega gut. Echt klasse. So. Ich glaube, Leute, ist es Zeit bei uns auch für ein bisschen mehr Deko zu sorgen. Ich gehe mal in den Arbeiterbereich und wir schauen hier nochmal nach. Wir haben ja hier Blumenbeete zum Beispiel. Und dann machen wir es auch mal ein bisschen schöner. Bei uns. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. Wir müssen Mäuse haben. In der Scheune sind Eulen. Nicht mal die Nachbarn. Sie werden so schnell groß. So, das lässt sich doch sehen, oder? Wollte ich eigentlich andersrum stellen. Gut, ist jetzt okay. Die Rübe war so groß wie ihr Kopf. Ich wünschte, er wäre mit zum Scheunentag. Okay, ein bisschen Garten neben der Schule. Neben der Polizeiwache. Ist ja fast das Gleiche. Jetzt ist wieder das Baumenü an. Verdammte Axt. Das merkt er sich einfach nicht, dass ich das gerne ausgeschaltet haben möchte. Ja, und das hier soll natürlich mit Häusern zugestellt sein. So. Ach, hier haben wir noch was. Da machen wir auch noch ein bisschen Deko hin. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen Blumenbeet. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt habe ich zwei gebaut, das wollte ich nicht. Wir haben ein Feuer. Ah, ich drücke immer das Falsche bei Pause, Leute. Es tut mir leid. Also, Feuer ausgebrochen. Ich habe es gerade schon gesehen. Oh Gott. Hier brennt ja die halbe Stadt. Aber wir haben Feuerwehr. Die sind unterwegs. Die mussten wir jetzt tatsächlich von Hand mobilisieren, oder was? Ah, ich habe eine zweite mobilisiert. Okay, weil eine steht hier schon und löscht. Und da kommt die zweite. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Weil nur so ein Schildchen im Garten? Wer mag das nicht? Jetzt stehen sie beide hier ineinander. Aber okay, die Brände werden gelöscht. Das kommt in Ordnung, Leute. Da müssen wir jetzt nicht weiter stehen bleiben und gucken. Ich wollte noch einen Brunnen gerne.
Okay. So, jetzt haben wir aber alle Lücken geschlossen. Überall stehen irgendwelche Grün- und Verzierungsanlagen dazwischen. Das ist, denke ich, also schon mal eine kleine Verbesserung zu vorher. Und jetzt müssen wir mit dem Bier mal gucken. Ich lösche mal kurz die ganzen Nachrichten hier. Einige Kreaturen folgen uns. Eine Handvoll Dublonen. Die Truhen des Schiffes wurden ausgeraubt. Der Zahlmeister hatte gleich geahnt, dass diese Neulinge nichts Gutes im Sinn hatten. Sobald das Schiff in einen Hafen eingelaufen war und die Seeleute sich etwas Ruhe genehmigen durften, sind die drei Landratten in der Menschenmenge am Hafen verschwunden, mitsamt der Bezahlung für mehrere Wochen. Dieser Diebstahl wurde bis ins kleinste Detail geplant. Ihre Seeleute wurden von Profis ausgeraubt. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Wir sind offensichtlich auch nicht gut ausgerüstet für... Die Flammen wurden gelöscht. Die Flammen wurden gelöscht, sehr schön. Für eine Jagd. Deswegen ist das hier auch wieder ein Glücksspiel, oder? Wir lassen sie davonkommen, aber es gibt halt wieder einen Moralabzug. Wir verfolgen die Diebe. Die Fußabdrücke sind leicht zu finden. Die Spuren des humpelnden Anführers der Diebe ist deutlich im Staub zu erkennen. Das Licht der tiefstehenden Sonne führt den Verfolgungstrupp aus der Stadt hinaus und zum Fluss, in dem sich die Fußspuren verlieren. Auf der anderen Seite erheben sich steile Berge. Floß bauen oder Fluss zu Fuß überqueren. Wir bauen ein Floß. Ja, wir sind auf beides unzureichend vorbereitet. Dann machen wir machen es zu Fuß. Komm. Die Überquerung gelingt. Na Gott sei Dank. Die Seeleute stellen ihre Kompetenz unter Beweis, als sie bald eine flache Stelle im Fluss entdecken und ihn ohne weitere Probleme überqueren. Am anderen Ufer klettern sie den steilen Hügel hinauf und stoßen auf ein eingezäuntes Feld. Eine Koppel für die Pferdezucht. In einem kurzen Gespräch mit dem Besitzer stellt sich heraus, dass nur wenige Stunden zuvor einige Tiere gestohlen wurden. Das Land hinter der Kuppel ist karg und nicht für lange Märsche geeignet. Die Mannschaft braucht Pferde. Die Waffenruhe wurde beendet. Wir können entweder dem Züchter die Pferde abkaufen oder versuchen, Wildpferde einzufangen. Wir machen das mal mit dem Abkaufen. Das sieht schlecht aus. Wir sind so schlecht ausgerüstet. Tiere können entweder ausgeliehen oder gekauft werden. Der Laien ist gut. Ist das hier Laien? Nee. Können Sie mir nicht mehr anbieten? Ja, ich habe hier die ganze Wurst, könnte ich dir geben, aber dann haben wir auch nichts mehr. Tja, Leute, keine Chance. Abbrechen. Die Mannschaft muss es alleine versuchen. Der Preis für die alten Stuten riecht verdächtig nach Betrug und die Seeleute weigern sich auch nur eine Münze für die Tiere zu bezahlen. Ihre Einschätzung mag von dem geringen Gewicht ihrer Geldbeutel beeinflusst worden sein. So, wir versuchen Wildpferde einzufangen. Die Seeleute sind nicht dazu bestimmt, Landtiere zu fangen. Die Jagd ist erfolglos und alles, was die Mannschaft von den Wildpferden zu sehen bekam, waren ihre Spuren auf den staubigen Wegen. Anstatt sie zu einer Herde zu führen, leiten die Spuren die Seeleute bis zu einem heruntergekommenen Dorf aus mehreren Holzhäusern und einem Saloon. Die Laternen leuchten bereits in der schnell eintretenden Dunkelheit. Es scheint fast unmöglich, die Diebe in der Nacht noch aufzuspüren. So, wir können die Einheimischen um Hilfe bitten. Das gleicht allerdings wieder einem Glücksspiel. Oder wir machen das jetzt. Wir brechen das Ganze hier ab. Wir versuchen es. Wir bitten die Einheimischen um Hilfe. Oh Gott, das ist ja schlecht. Die Mannschaft wird für den Diebstahl der Deserteure selbst verantwortlich gemacht. Anstatt zuerst herauszufinden, welchen Ruf die Bande in der Stadt hat, fragt der Diplomat direkt nach den Dieben. Die Männer sind bekannt und verhasst und die Einheimischen sind schockiert, dass die Mannschaft sie überhaupt angeheuert hat. Dass sie ausgeraubt wurden, sei ihre eigene Schuld. Die Seeleute wurden von grimmig guckenden Revolverhelden vertrieben. Hier endet die Suche. Zusätzlich zu dem Geld haben die Seeleute nun auch ihre Moral verloren. Ach du Schande. Ich kann ihnen nichts versprechen. 10 Moral. Punkte hat das Ganze gekostet. Es könnte reichen. Minus 10. Hab schon Schlimmeres gesehen. Oder minus 7 und minus eine Wurst. Ich nehme die minus 7. Müssen wir leben? Ich hoffe, dass das noch... Zustand gespeichert. Dass das noch was wird. Ich habe den Eindruck, wir haben das falsche Schiff geschickt.
Die Kanonen des Schiffes sind scheinbar völlig irrelevant. Wir hätten einfach noch ein bisschen Schnaps oder sonst irgendwas einpacken müssen. Aber gut, so ist es nun mal jetzt. Dieses Wirtshaus deckt leider nicht mehr viel oder nicht mehr alles ab. Aber wir haben momentan nicht so viel Geld, um noch ein weiteres Wirtshaus unterhalten zu können, denn die Bilanz geht schon wieder gefährlich nach unten. Vielleicht müssen wir mehr verkaufen oder mal schauen, ob die Bedürfnisse noch gestillt werden hier. Arbeitskleidung ist schon wieder knapp. Schnaps ist definitiv knapp. Wirtshaus hier unten ist klar, dass das nicht gut ist. Das dürfte hier oben besser sein. Das wahre Glück auf Erden. Aber wir brauchen mehr Schnaps. Und das waren nur die kleinen Bedürfnisse. Auch die Arbeiter beschweren sich über zu wenig Schnaps. Und Arbeitskleidung ist auch hier ein Thema natürlich. Also Leute, lasst uns erst noch ein bisschen Schnaps machen. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. Ja, natürlich. 2400 Münzen, das nehme ich doch gerne an. Vielen Dank. So, Schnaps machen wir hier in den Schnapsbrennereien. Das heißt, da stellen wir noch eine zu. Das Verhältnis war hier 1 zu 1. Ich kontrolliere das lieber nochmal. 30, 30, jawohl. Also brauchen wir noch einen weiteren Kartoffelhof. Und eine weitere Schnapsbrennerei, die hier natürlich in weiser Voraussicht noch reinpasst. Ich muss es eigentlich anders machen. Na, was mache ich denn da? So. Okay, und damit sollte der Schnapsbedarf hoffentlich gedeckt sein. Ich glaube, wir können Ziegel verkaufen. Wir können definitiv mehr Holz verkaufen. Obwohl, das lassen wir mal so. Fisch können wir ein bisschen verkaufen. Wolle können wir verkaufen. Schweine haben wir auch sehr viel. Gehe ich mal auf 40 runter. Und mein Gott, haben wir viel Brot. Okay. Und Stahlträger haben wir auch sehr viel. Da wollen wir da auch noch welche von verkaufen. Okay, wir könnten auch Seife noch verkaufen, aber das lassen wir jetzt erstmal sein. Gut, Leute, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben, sind in der Expedition weitergekommen. Und ja, hoffentlich wird die erfolgreich sein. Ich habe so meine Zweifel, aber drückt die Daumen, dass das funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, einen schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.